Herzlich willkommen hier im Stadium Australia. Wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht heute ein Spiel vom ersten Spieltag beim FIFA World Cup. Das dürfte eine richtig gute Partie werden. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. Jetzt geht's also los. Dieses FIFA World Cup Gruppenspiel. Der erste Spielabschnitt. Sie können den Ball abfangen. Bernhard Harder. Die Gelegenheit. Super Parade. Klasse gehalten. Kurze Ecke. Abstoß. Sie könnte vielleicht schießen. Die Fans ahnen, das ist eine gute Chance. Tolles Zuspiel. Macht das ganz sicher. Gehalten. Und das war natürlich wichtig. Das wäre der Rückstand gewesen. Aber die Torhüterin macht dazu und hält die Mannschaft damit. Ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Willi Gale. Schöner Spielaufbau. Machen Sie das Tor. Da ist sie da. Jetzt helfen Sie hier. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Dumonet. Bei ihr ist Endstation. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Sie kann es machen. Und da klingelt es im Kasten. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sie geht vorbei. Trösgard. Ah, oh, da fällt das Tor. Sie sind zurück im Spiel. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. Dumonet. Weiter dieser Angriff. Da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Die Fans werden laut. Das könnte eine Schusschance sein. So, Führung. Da hat sie es gemacht. Das ist natürlich stark, vor allem was den Kampfgeist angeht. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Rieke Marie Madsen. Harder.
alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Da hören wir den Pausenpfiff. Der erste Durchgang ist vorbei. Jetzt geht dieses Gruppenspiel beim FIFA World Cup weiter. Wir freuen uns auf die zweite Hälfte. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Macht sie es jetzt. Das wäre die Führung. Das muss es sein. Der Ball geht an den Pfosten. Der Angriff damit beendet. Wenn der reingeht, wenn der nicht am Alu landet, dann gehen sie in Führung. Dann haben sie alles im Griff. So ist weiter alles offen. Alleine durch. So, da ist die Gefahr fürs Erste bereinigt. Sophie Svava. Mille Gale. Gutes Tackling. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Clever gemacht, gute Aktion. Steilpass kommt gut. Der Pass, nichts zu halten hier. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Boye. Svava. Und klasse durchgesetzt. Ist es das jetzt? Noch sind... Oh, ganz alleine. Pernille Harder. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Sie spielt den Ball steil, sieht gut aus. Sophie Svava. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Trescott, super Parade, klasse gehalten. Wir sehen den Wechsel. Es gibt Eckball, sie sind nur ein Tor hinten und könnten jetzt noch ausgleichen. Sie hält, aber weiter Gefahr. Nächste Ecke jetzt. Ecke kommt in den 16er. Klasse gerettet. In höchster Not, in allerhöchster Not. Das Ding war fast drin. Ist jetzt nicht so richtig gefährlich, dieser Ball. Dumonet. Ah, guter Steilpass hier. Spielt den Ball in den freien Raum. Sie machen das Tor. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. Harder. Schlusspfiff in diesem Spiel beim FIFA World Cup. Sie holen sich hier also den Sieg. Kurz deine Analyse, Buschi. Mit 2 Toren Vorsprung gewinnen sie dieses Spiel. Und es war schon klasse, was sie vor dem gegnerischen Tor gemacht haben. Sehr aktiv, viel gelaufen, viel rotiert. Das ist dann auch schwer zu verteidigen.